Moin, moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, 25 Spieler auf Astra Wie, auf Hannover RP. Ja, heute entspannte Folge mit mir, mit dem Sauerstein. Ich hoffe immer noch, dass wir heute von Nick, ist einer der 187er, quasi das Autohaus wieder überschrieben bekommen. Schauen wir aber mal. Es ist gerade 18:56 Uhr am 4.2. Heute war ja auch die Eröffnung der A1, der neuen Brücke. Vlog dazu ist online, 20 Minuten, ganz entspannt. Ja. Könnt ihr euch gerne mal geben. Das erste, was ich machen werde, ist zur Polizei fahren. Einmal kurz abklären, wie ich jetzt weiterverfahre. In Sachen Autohaus. Schauen wir mal. Ich denke mal, ich werde auch nur eine Stunde machen. Channel switched. Okay. Okay, keiner da. Ah, schön. Einen wunderschönen guten Tag. Ah, Herr Sauerstein, grüß Ja, Sie. genau. Ich bin's. Ich habe ein Problem. Ich vermisse mein Auto. Ich stehe Okay. gerade am Friederikenstift und hatte mein Pikachu da abgestellt. Und Pikachu ist weg. Was für ein Kennzeichen? Müsste ich nachgucken. Ist aber in meiner Akte hinterlegt. Ich habe das Kennzeichen nicht im Kopf. Stein. Ah, Das ist Pikachu. Ah, okay, ja, ein ich hab's. Beetle, genau. Und das wurde jetzt geklaut? Genau, ich hatte, ja, ich weiß nicht, ob es geklaut worden ist, weil ich habe mich hier auf eine Bank gelegt, dann Friederikenstift und mein Auto halt abgeschlossen. Und ja, und jetzt ist das Auto weg. Da steht jetzt ein BMW. Ich schreibe dann meine Fahndung für das Auto. Ja, ich weiß Gucke natürlich ich auch nicht. trotzdem mal in der Garage nach, ob das Bild nicht noch da ist. Na, ich schau mal, aber kann ja nicht sein, weil ich es ja hier abgestellt habe. Ja, ist wichtig. Ja, ich schreibe auf jeden Fall eine Fahndung für das Fahrzeug raus.
Okay, wunderbar. Sind Sie gerade vor Ort? Ich bin PP, bin ich. Okay, dann würde ich mal kurz rumkommen. Alles klar. Bis gleich, ciao. Gut. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Haben wir hier eine Garage in der Nähe? Ja, die Garage ist da. Stehen bleiben, stopp, 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 stopp. Du bleibst Hilfe. stehen. Du bleibst stehen. Moin. Wir nehmen dich mal kurz mit. Wir müssen dich kurz ausleihen. Okay. Wie weit seid ihr? Gibson, wir fahren jetzt nach oben. Hinter uns war noch jemand. Wo? Beim ADAC ist er da gerade weggelaufen. Ja, egal. Wie weit seid ihr mit den Masken? Wir fahren gerade hoch. Wir müssen das jetzt langsam anfangen. Wir haben schon jemanden. Ich hoffe, Sie hatten gerade keinen wichtigen Termin her von zu stellen. Nö, ich habe gerade nur eine Fahndung auf nach meinem Pikachu ist geklaut worden. Okay. Aber das ist erstmal egal. Wir sind gleich oben. Wir sind jetzt höher, Wasser weg. Ach, alles gut, passt schon. Und ich warte immer noch, dass die 187 da mir die Übergabe vom Auto aus wieder zurückgeben. Aber ich denke mal, es ist jetzt zweitrangig. Das auf jeden Fall. Wie sieht es mit Fluchtwagen aus? Wir brauchen gleich ein schnelleres Auto. Den wir oben werden wir was finden. Oder wir nehmen einen Audi. Bis dann zur blauen Garage erstmal. Ab jetzt nur noch wieder Kosenamen verwenden. Wie weit sind die jetzt? Das weiß ich leider nicht. Wie heißt denn nochmal? Ich? Nein, der andere. Unser Komplize. Meinst du? Nee, meinst du nicht Gibson? Nee, ich bin Gibson. Du bist Gibson. Du bist Metzner. Ich bin Metzner, und das andere Jones und der andere Richter. Gibson Jones mit einer Richtung. Wie weit seid ihr? Wir sind jetzt bei der Postleitzahl 100 und sind sozusagen fast leider oben. Ja, die sind zu weit weg. Funk unterbricht langsam. Kommt in Norden, blaue Garage. Ja, so schnell müssen wir vielleicht aus Sicherheitsgründen erstmal Ihr Handy abnehmen. Alles gut. Soll ich Ihnen das sofort geben? Nein, können Sie nicht, sind gefesselt. Achso, stimmt ja, da war ja was. Machen wir gleich. Ich mach das irgendwann anders. Oh, ich brenn's.
Nix gut, diese Umweltverschmutzung. Solange ihr das nicht fahrt, ist da alles okay. Nee, wir fahren hier gerade zum ersten Mal lang. Was für ein Auto nehmen wir gleich? Ja, genau. Der Geldtransporter ist auch da. Ja, haben wir. Ja, auf jeden Fall. Ist das euer Fluchtauto da hinten? Schick. Welches? Der kleine. Nee. Wollte schon sagen. Ich will kurz dein, nimm kurz dein Handy ab, ne? Ja, das ist gut. Nehmen Sie bitte gleich die Hände hoch, das aufstellen. Ja, Moment. Sind Sie am Bluten? Deswegen war ich ja beim Arzt, aber wenn kein Arzt da ist, kann ich halt nicht schwarzen werden. Mikrofon aktiviert. Halten. Mikrofon muted. Danke. Sie haben kein Handy? Natürlich habe ich ein Handy. Ah doch, da ist es. Rot ist okay. Gewagte Farbe. Ich glaube, ich brauche mal ein Eis der aus, ne? Ich brauche noch was zu trinken. Ja, ich habe genug. Alles gut. Nehmen Sie. Hast du da ganz der Fesseln? Ja, mach ich. Mikrofon aktiviert. Prost, gönnen Sie sich. Danke. Hier. Ja, wir sind dahinter. Willst du denn sonst irgendwas essen, trinken, alles da? Sie haben mich doch gerade durchsucht. Ich meine, ob sie hungrig sind oder sowas. Nee, eigentlich alles gut. Okay. Sie hätten sich auch mehr nehmen können, aber ist okay. Nee, eins reicht nicht. Ich will nicht gierig sein. sag doch Überraschung, Alter. Dann müssen wir gleich trotzdem. Feuerwehr. Wir werden ja wohl das Feuer löschen, nehme ich mal an. Ja, warum ist offen? Ich habe ja kein Telefon, ich kann keinen alarmiert haben. Nee, alles gut.
Also. Sind Sie noch da? Ja, ich bin noch da. Okay, gut, es geht gleich los. Machen Sie also sich keinen Stress, ich habe Zeit. Ja. Okay, Sie müssen sich um nichts Sorgen machen. Wir wollen das Beste für Sie gleich. Ach, alles gut, ich habe Zeit. Okay. Microphone muted. Also ich habe keine Ahnung, was waren die von mir wollen. Ja. Wahrscheinlich zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Ja. Die wollen nur das Beste für mich. Wollen die mich als Druckmittel benutzen, als Geisel? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich habe mir die Folge auch anders vorgestellt. Im Prinzip habe ich Pikachu vermisst. Okay, ist mir auch egal, wenn weg ist, ist weg. So, Herr von Sauerstein, jetzt wird's. Jetzt geht's los. Jetzt geht's ans Eingemachte. Oh, gibt's Abendbrot? Ah, lecker. Ich hoffe mal, für uns gibt's einen Festmahl gleich. So. Herr, steig ruhig ein. Ja, okay. Dann sind ein paar Meter. Das ist halt, weil wir jetzt eine Geisel haben, deswegen. Aber jetzt ist der Juweliertransporter da, leckt mich im Arsch. Der Transporter hat sich bewegt, ne? Der Transporter bewegt sich, ne? Nein, nicht aussteigen, ich sag Bescheid von. Holt sie kurz in Rostkummer weg. Rostnitzen. Wieder mal. Ja. Auf, da kommst du so rein. Ich geh schon mit ihm rein. Ich stell das Auto da rein.
Microphone muted. Ja, ich gehe davon aus, die machen jetzt einen Banküberfall und ich bin die Geisel. Ich war natürlich am falschen Zeitpunkt, aber okay, da spiele ich jetzt mal mit. Ja, mal schauen. Wie viel Geld die haben wollen, keine Ahnung. Denke mal, die Polizei wird gleich hier sein. Ja, ist natürlich jetzt doof. Aber so ist mal RP. Ich sag mal so, wenn die Geld brauchen, dann brauchen die halt Geld. Ja. Ihr habt euch RP gewünscht. Jetzt habt ihr RP. Aber, ja. Hätte ich das von vornherein gewusst, hätte ich das als Livestream gemacht. Aber okay. Microphone activated. Microphone muted. Ja, das sind die zwei Punkte mit den Karten. Noch am Anfang. Was ist das für eine Gruppierung? Weil 187, das können das nicht sein. Was? Also. Die haben kein. Die 187 haben goldene Fahrzeuge. Ja. Also. Ja. Sechs Stück, ne? Ja. Ist halt das Ding. Ja, jetzt ist egal, Bombe oder? Ja, kannst du ihm nicht eben schreiben, dass er in einer halben Stunde? Dann musst du gehen, wenn du nicht weißt, ob du und wie. Auf jeden Fall auf ihn aufpassen und jetzt noch müssen wir auf die Hintertür aufpassen. Ja, oder wussten die, wo die reingehen? Die grüne Tür da oder wo? Also die grüne. Ah, okay. Hm. Über Funk Bescheid. Ja, okay. Und sonst bleibst du dich hier mit ihm die ganze Zeit einfach. Ja. So dass wir ihn sehen und dich auch gut sehen können. Ja, okay, krieg ich hin. Genau, und sonst auf ihn zielen, nur wenn es nicht anders geht, nur wenn die Polizei aggressiv rangeht. Weil wir wollen das auch jetzt friedlicher abschließen. Easy. Okay, also du bist bereit? Ja. Wir müssen kurz warten. Jetzt mal gucken, ob die Polizei hier im Staate fähig ist, mich zu retten. Also, ich bin jetzt ein bisschen... Es kann spannend werden. Richter, ne? Habe ich euch. Gut. Ja, es kann spannend werden, es kann aber auch nicht spannend werden. Ich sag mal so, gut. Die haben jetzt quasi den Banküberfall gestartet.
Ja. Und jetzt heißt es abwarten. Mal gucken, wie schnell die Polizei hier ist. Das Geile ist ja, die haben den Sauerstein mitgenommen. Die wissen auf jeden Fall, wenn sie grüne Haare sehen, dass es der Sauerstein ist. Hey, komm. Vielleicht war es Sauerstein, wir müssen es weg, leider. Die Polizei wird sie gleich losmachen. Microphone activated. Ja, gut. Dann warten wir mal, bis die Polizei da ist. Dann brauche ich schon wieder ein neues Telefon. Eieiei. Das Gute ist, ich habe die 600.000 hier auf dem Konto. Und dass ich sie nicht bar auf der Hand hatte. Aber, ja. Gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange die Polizei braucht, um mich zu retten. Lalalala. Weil gehen kann ich auch nicht. Ich bin ja gefesselt. Kann ich gehen? Okay. Ich kann nicht gehen. Ja, jetzt lassen wir es mal bimmeln. Bimmel, bimmel, bimmel. Oh, der Sound ist schon unangenehm. Aber okay. Ich hoffe mal, die Polizei kommt. Weil, ja. Sonst müssen wir noch ewig warten, aber okay. Mal schauen. Also ich weiß auch nicht, wer das war. Keine Ahnung. Lelelelele. Aber der Sound ist schon echt penetrant. Aber ich glaube, wäre die Polizei schneller gewesen, dann hätten sie die auch noch bekommen. Aber guckt mal auf die Uhr. Weil Telefon habe ich nicht, da kann ich nicht mit anrufen. Ja. Oh, dieses Gebimmel. Das könnte ein Wecker sein, aber ist okay. Ich hoffe mal, die nehmen den Einsatz ernst und kommen gleich wirklich rum, um mich zu retten. Lalalala. Oh. Also der Alarm ist schon mal aus, das ist gut. Oh. Das ging aber ganz schön auf die Ohren.
Jetzt brauchen wir nur noch die Polizei, dass sie mich befreit. Aber da oben, das Bild ist schön mit dem Pferd. Kann man machen. Ja, es sind halt 9 Kilometer, da brauchen die schon 10 bis 15 Minuten bis hier hoch. So hab ich mir die Folge nicht vorgestellt. Aber das ist doch okay. Und wo ist die Polizei? Ja, ich würde da gerne interagieren, aber ich bin halt gefesselt. Sonst könnte ich auch rechts den Alarmknopf drücken, aber... Ja. Lalalala. Also die mich als Geisel genommen haben, die sind schon lange weg. Also, ja. Gut. Lalalala. Ich kann nichts machen. Ich muss warten. Die Polizei muss kommen, mich frei machen. Und dann geht es weiter mit RP. Das Problem ist, ich darf nicht in meine Discord gehen und den Support fragen, ob die mich rausholen. Microphone muted. Na, ich mute mich mal, falls die Polizei hier in der Nähe ist. Ja, also ganz ehrlich. Ich wollte eigentlich zum Polizeipräsidium, PP genannt, wegen dem Auto. Müsst ihr euch mal vorstellen, die haben mir gerade eine Bank ausgeraubt und die Polizei kommt nicht. Also. Also, die Gangster, die haben es gut gespielt. Die Polizei, wo seid ihr? Ist natürlich das Ding, wenn Azubis von der Polizei nur da sind. Ich weiß nicht, ob die checken, dass sie hin müssen. Ja. Nicht, dass sie gleich noch ein zweites Mal kommen, die Bank ausrauben. Also. Ja. Also die Sicht nach draußen ist natürlich schön. Ein Auto wäre noch schöner. Also 10 Minuten stehe ich hier locker schon. Ich weiß nicht, ob das Alarmsystem von der Polizei nicht angeschlagen hat. Das kann natürlich ein Ding sein, dass es servertechnisch
nicht funktioniert hat. Ja. Weil ich sag mal so, es dauert jetzt schon 10 Minuten, 15 Minuten, keine Ahnung. Weil die Polizei hätte längst hier sein können. Es kann natürlich auch sein, es müssen, glaube ich, 2, 3 Polizisten im Dienst sein, dass sie die Bank ausrauben können, dass sie die Bank ausgeraubt haben und die aus dem Dienst gegangen sind. Ich werde hier auch für keine neue Folge starten, damit ihr mal Uncut seht, wie die Polizei auf unserem Server arbeitet. Nämlich gar nicht gut. Ist natürlich jetzt auch eine Zeit, wo viele sich ausloggen und wahrscheinlich essen oder so. La, la, la. Ich kann halt nichts machen. Ich bin gefesselt und kann mich nicht bewegen. Hunger und Durst habe ich ja nicht. Da halte ich noch ein bisschen was aus. Erstmal danke und Props an den Kollegen, dass er mich geheilt hat. Ja. Fünfzehn Minuten, nachdem der Alarm ausgegangen ist. Also, ja, gut. Die brauchen ja nur Vorwand von der Polizei, mir die Hände befreien hinten, die Handschellen und dann Abfahrt. Das Gute ist, wenn es regnet, ich bin im Trocknen. Das hat auch schon mal einen Vorteil. Ich weiß ja nicht, ob sie dann alle Banken anfahren, die überfallen worden sind. Weil es gibt ja, glaube ich, die Staatsbahn, dann gibt es hier die Bank. Dann gibt es die noch in der Innenstadt. Hm. 15 Minuten, genau. Ja, vielleicht kommt ja ein anderer Kunde und sieht mich und ruft die Polizei an. Ja, darf ich halt nicht machen. Aber ich denke mal, die Feldjäger, die gucken schon von oben, weil die sehen ja auch, dass ich hier stehe. Aber erstmal ist es eine Sache der Cops. Weil ich wette nämlich 100%, jetzt kommt keiner mehr. Ich hatte denen ja gesagt, ich komme zum Polizeipräsidium. Geht natürlich jetzt schlecht.
Also ich warte noch bis 10 vor 8. Das sind noch 14 Minuten. Und dann stehe ich halt hier eine halbe Stunde. Ah. Da tut sich doch was. Microphone activated. Da tut sich doch was. Microphone muted. Ja, die müssen natürlich erstmal gucken, was die Phase ist, ob hier noch jemand drin ist. Also, ja, die werden die grünen Haare jetzt sehen. Aber, ja, mal schauen. Auch keine Ahnung, wer das jetzt ist von den Polizisten. Aber es ist auf jeden Fall schon mal jemand da, das ist gut. Der wartet wahrscheinlich jetzt auf Verstärkung. Da gehe ich stark von aus. Oder der guckt, ob hier irgendjemand überhaupt läuft. Weil er sieht natürlich jetzt keinen. Geht davon aus, die haben sich verschanzt. Na, schauen wir mal. Ich habe auf jeden Fall die Taste schon auf Muten hier im Teamspeak, damit, wenn die reinkommen würden, dass ich mit denen reden kann. Aber ich finde 15 Minuten zu lange. Jetzt, fein, dass sie erstmal gucken. Nicht, dass er gleich auf einmal wegfährt. Wäre natürlich ganz doof. Jetzt die Frage, spiele ich das aus, dass ich einen Psychologen brauche oder nicht? Ja, es ist jetzt halt schwierig. Ja, schön. Das ist so ein bisschen, ich beobachte ihn, er beobachtet wahrscheinlich mich. Ich weiß ja nicht, ob die Scheiben getönt sind, dass er mich nicht sieht. Weil ich sag mal so, allein hier rein wäre wahrscheinlich für mich auch zu kritisch. Also, wenn ich überlege, auf den anderen Servern, wir sind da mit 10, 15 Leuten hingefahren. Microphone activated. Kommen Sie rein, hier ist keiner mehr. Kommen Sie rein, hier ist keiner mehr. Alles sicher. Kommen Sie rein.
Okay. Was will der ADAC denn hier? Microphone muted. Was will der ADAC denn hier? Okay. Gut. Schön. Ja. Gut. Ich habe versucht, Aufmerksamkeit zu machen, aber okay. Die gehen lieber auf Sicherheit. Kann ich verstehen. Ich stehe natürlich hier auch auf dem Präsentierteller. Da geht man natürlich auch davon aus, dass die Gangster noch hier drin sind. Ey, wo fahren die hin? Okay. Der hat nur sein Auto umgesetzt, okay. Partylichter sind auf jeden Fall an. Ich weiß nicht, ob sie mich sehen. Das ist halt das Ding. Microphone activated. Na, ich habe noch mal Mikrofon ausgemacht. Ich bin immer noch alleine, Sie können reinkommen. Kommen Sie doch einfach rein, ich bin alleine, das ist kein Witz. Ja, kommen Sie doch einfach rein. Ja, kommen Sie näher. Ich bin alleine, kommen Sie näher. Kommen Sie näher, kommen Sie noch näher. Gehen Sie durch die Tür, nehmen mir die Handschellen ab und alles ist gut. Ja, sind da noch Täter? Nein, die sind da 20 Minuten weg. Wie, die sind zwar 20 Minuten. Ja, so lange stehe ich schon hier. Ja. Ich bin alleine. Hier ist nichts mehr. Die sind seit 20 Minuten weg. Seit 25. Kein Fake. Sie können einfach reinkommen. Da passiert nichts. Ach, Kacke. Ja. Machen wir so. Da kommen sie mit Sicherheit rein, aber gut. Sie können gerne nochmal alles kontrollieren, hier ist keiner mehr.
Ja, alles klar. Ja, sag ich doch. Die sind vor 25 Minuten weg. Wie viel waren das? Vier? Vier. Vier. Warum waren die dann wieder weg? Waren die schon durch mit einem oder wie? Ja, die waren durch. Die haben mich hier reingestellt, haben die Bank ausgeraubt, haben dann und dann bin ich, dann sind sie abgehauen. Klasse. Ja, und mich haben sie halt stehen gelassen. Ja, keine. Und wie waren die gekleidet? Also es waren nicht die 187er, die waren schwarz. Ich weiß nicht, ob die sich umgezogen haben. Mhm. Also ich habe sie nicht erkannt. Was für ein Auto? Einmal so ein Elektroauto und das andere war der Audi, der draußen stand. Ich werde sie aus Sicherheitsgründen einmal ganz kurz durchsuchen. Alles gut, alles gut. Eigentlich kann man sich ja die Überwachungsaufnahmen anschauen. Also die Kameras müssten ja was aufgezeichnet haben, oder? Ja, denke, hoffentlich. Ja, weil ich stehe jetzt quasi, ich habe mir schon gedacht, Polizei einen anderen Einsatz oder nehmen Sie das nicht ernst? Ich habe gerade tatsächlich erst den Einsatz bekommen. Okay, weil so gegen 19.15 Uhr haben Sie den Einsatz gestartet. Also hier, um 19.20 Uhr ist der Alarm angegangen, um 19.25 Uhm. Uhr sind die abgehauen, um 19.30 Uhr war der Alarm aus. Mhm. Und seitdem stehe ich hier. Okay. Quasi. Ja. Können Sie sich bewegen? Ja, alles gut, passt. Danke. Gut. Eigentlich war das heute gar nicht mein Plan. Ja, was für. Also, das kann ich mir ganz gut vorstellen, ne? Ja, ich war eigentlich auf dem Weg zum Polizeirevier, wegen meinem Pikachu ist geklaut worden. Ja. Und dann bin ich einmal um die Ecke. Ja, Herr Sauerstein, steigen Sie mal ein. Gut. Da war ich keine 5 Minuten wach. Ja, habe ich mir dann auch gedacht. Weil eigentlich müsste ich ja auch noch ein paar Sachen mit dem Metzger besprechen, wegen dem Autohaus, aber ich glaube, ich brauche jetzt eher einen Psychologen als ein Autohaus. Hat man sie mit einer Waffe bedroht? Also, ich habe nur gehört, im Notfall, wenn die Polizei nicht kooperativ ist, schießen sie. Also, die haben mich nicht bedroht, aber das Wort Waffe ist gefallen. Okay. Im Prinzip hatten ja einfaches Spiel, weil es war ja keine Polizei da. Ja, ich habe mir die Aufnahmen angeguckt. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie die Täter aussehen. Ja. Also der eine hatte so ein pinkes Ding an. Ja, der eine war pink, der eine war grün gekleidet mit einer Camouflagehose und der eine komplett schwarz mit Helm und Maske und allem. Ja, genau. Ich konnte es halt nicht erkennen. Es kann jeder sein. Ja, ja, ja. Es können die 187er sein, es kann diese neue Gruppierung sein, die im Staate ist. Was für eine neue Gruppierung? Na, ich hatte im Autohaus Beschmierung 187er und da gab es ja diese neue, ganz, ganz komische Verein. Ich weiß nicht, wie sie heißen, aber die haben einen Tag später das als Beweismittel halt vernichtet. Weil sie nicht da waren, konnte ich sie nicht zeigen. Ja, okay. Aber es gibt eine zweite Gruppierung angeblich hier im Staate. Ich weiß nicht, ob die real ist oder ob das eine Untergruppierung von den 187er sind. Ja. Das kann alles sein. Ich hoffe, meine Zugangsdaten sind noch richtig. Wie haben die Täter sie denn hierher bekommen? Haben die sie entführt irgendwo, oder? Mehr, direkt am Krankenhaus, da wo ich den Anruf getätigt habe. Ich weiß nicht, ob der noch drin steht, wer den entgegengenommen hat. Die Leitstelle, glaube ich. Und ihr Funkgerät ist ganz schön laut. Ja, und dann direkt hier hoch. Nee, die haben noch ein zweites Gebäude hier neben. Und da hatten die. Ich weiß nicht, ob das ein Tesla war oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein E-Auto. Ja. Die sind quasi mit dem Audi hier rüber, haben das Auto getauscht, haben eingebrochen, da hinten, zack, und weg. Die sind wahrscheinlich schon. Weil nach 20 Minuten stehen, sind die wahrscheinlich schon irgendwo in ihrem Gebäude. Und wem gehört das Motorrad draußen? Wissen Sie das? Also mir nicht. Kollege, könntest du einmal die Zeugenaussage aufnehmen? Ich habe noch keine Zugangsdaten. Ja, wo soll ich das?
reinschreiben. Du kannst eine neue Ermittlung öffnen. Oh, die vierte Ermittlung, die gegen mich offen ist. Mit mir. Ey, habt ihr... Oh, egal. Machen wir. Ja, ich bin halt jetzt mal hier. Ermittlung, geht das in bei Akten rein, oder? Ah, nee, es gibt extra ein, wie heißt es? Ach, da, ja, okay. Kurze... Oh, nee, da, oh. Oh, ich glaube, da kam... Ich glaube, da kam ein Satz. Ja, ich kenne dieses Geräusch. Kurze Frage, können Autos von normalen Bürgern aufgebrochen werden? Normalen Bürgern? Also von normalen Bürgern? Nein. Okay, weil mein Auto war halt abgeschlossen und stand halt oben am, da hatte ich auch schon eine Suche aufgegeben. Ja. Mein Pikachu ist halt weg. Ist halt abgeschlossen gewesen, das Auto, aber ist weg. Da stand jetzt einer von dem Verbrechersauto. Ah, jetzt kann ich Ermittlungen, jetzt kann ich das machen. Ich weiß nicht, aber kann man normal Autos aufbrechen irgendwie? Eigentlich nicht, ne? Ja, nur die, wie soll ich das erklären? Die. Ja, ja, so wie ich als Mechaniker. Genau. Schön, okay. Ich kenne das ja. Hast du ja? Ermittlungen jetzt geöffnet schon? Nee, ich habe keine Rechte. Ah, da, dann mache ich das. Geht nämlich wieder. Name der Ermittlung, Bankraub. Post. Bei Zahl, welches ist das 0, hier? 024. Genau. 2x12. Ja, ist ja jetzt blöd. Ist der Metzner überhaupt heute noch da? Der ist heute noch da. Gehe ich schon mal von aus, ja. Okay. Weil der hatte mit mir die Verhandlung wegen dem Auto ausgeführt. Gut. Sehr schön. Dann. Wenn Sie den irgendwie sehen oder hören im Funk, dann sagen Sie, der Sauerstein kommt gleich eh mit zum Präsidium wahrscheinlich. Dass ich einfach mit dem Metzer sprechen möchte. Aber machen wir eins nach dem anderen, nur dass Sie schon mal gehört haben. Ja, welchen haben wir heute? Den vierten, ne? Den vierten. Mhm. 2x2 heute. Uhrzeit, circa, wann, wie viel haben wir? 19:54, genau. 19:54. Ach, lass, das kann man ja auch hier reinschreiben. Aber wenn der Tag schon so beginnt, ey. Geil. Das ist schlecht, ne? Och, ich fand's ganz amüsant. Ich. Okay. Ich sag mal so, sonst ist es hier im Staat ja echt ruhig. Das stimmt. Da wird man lieber mal einmal in Handschellen genommen und dann Abfahrt. Die haben mir auch das Bargeld abgenommen, aber das ist mir jetzt erstmal egal. Haben sie denn von den Stimmen irgendwie. Nee, gar nichts. Noch nie gehört. Ja, Stimmverzerrer. Also, was heißt Stimmverzerrer? Die hatten ganz komische Stimmen, so kratzige. Hm. Also, ganz kurz, sie waren auf dem Weg zum PP, ne? Nee, eigentlich war ich auf dem Weg zum PP, genau. Okay, dann Herr Sauerstein war auf dem Weg zum PP, wo ihn... Wie viele Leute? Vier. Leute angesprochen haben, dass er ins Fahrzeug steigen soll. Das war der Audi, der hinter der Wand steht. Der rote. Ja. Das schreiben wir gleich extra. Punkt. Sie fuhren dann zur Bank. Nein, fuhren wir nicht. Wir fuhren zwischen 0920 und 0930. Da ist. Genau, da fuhren wir hin. Postleitzahl. Sagen Sie mir einfach irgendeine. Ich denke mal 0920 war es, weil da ist eine Werkstatt. 0920, okay. Genau.
Sekunde. 029. Genau. Und was habt ihr da gemacht? Ja, ich habe gestanden, die anderen haben sich erstmal unterhalten. Weil die auf das zweite, auf das Fluchtfahrzeug gewartet haben. Und wo die vier Täter dann waren es zum Einsatz, Schneider, ne? Ja, waren es von Anfang an vier Leute bei dir? Eins, zwei, drei auf jeden Fall. Ich glaube, der vierte kam ja später dazu. Mit dem zweiten Fluchtwagen. Genau. Wo dann bei wo dann sich drei Täter unterhalten haben und auf das zweite Fluchtfahrzeug gewartet haben. Okay, was habt ihr dann gemacht? Ja, dann sind wir hierhin gefahren. Okay. Nachdem das zweite Fluchtfahrzeug da war, fuhren die nun alle zur Bank bei der Postleitzahl 024. Und den Rest können Sie sich ja ausmalen. Komma, wo sie dann die Bank ausgeraubt haben und dann geflüchtet sind. Genau. Gut, alles klar. Sonstiges, Herr Sauerstein stand beim Eintreffen der Polizei gefesselt in der Lobby der Bank. Und gut. Ja. Jetzt mal eine ganz dumme Frage. Haben Sie ein Handy für mich? Nee, ich hab selber nur eins. Tut mir leid. Oh, nee. Darf ich mir echt ich kann Sie aber zu einer Garage fahren, wenn Sie wollen. Ja, aber kann ich in dem Zustand fahren? Also, ich hatte gerade ich wurde gerade als Geisel genommen. Deswegen sage ich ja, Psychologe, Fragezeichen, müssen Sie einschätzen. Also, das hört sich zwar jetzt blöd an, aber Sie machen mir gerade eigentlich einen ganz normalen Eindruck. Gut, dann, ich guck mal eben, ist hier eine Garage nebenan? Ja. Ja, die Garage, wo das Fluchtfahrzeug herkam. Alles klar, schön. Ja. Ich kann ja warten, bis Sie da, Sie können mich auch mit in die Stadt nehmen, weil ich musste eh zum Herrn Letzner. Metzner. Ich weiß, Sie dürfen das im Dienst kein Taxi spielen, aber... Ich weiß, gesetzlich dürfen Sie es nicht, aber... Ja, kommen Sie. Muss ja keiner wissen. Sie können mich ja ein bisschen weiter vorher rauslassen. Sie können mich ja zum Krankenhaus fahren. Ja. Ich werde sie auch nicht verpfeifen. Top Sache, das will ich auch hoffen. Aber ich muss wieder Status 1 gehen, weil sonst fällt das auf. Ja, alles gut, ich bin eh Status 6. Also daher.
Kurze Frage noch, wissen Sie, was das für ein Fluchtfahrzeug war? Also, was für ein Audi? Nee, der Audi, das war nicht das Flugzeugfahrzeug, ein elektronisches Fahrzeug. Elektro? Ich weiß nicht, ob das Elektro war, das hat diese neumodischen Scheinwerfer hinten. Tesla? Gute Frage, ich habe nur das Fahrzeug von hinten gesehen. Okay, welche Lackierung wissen Sie das denn? Schwarz? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall was Dunkles. Dann sagen Sie eher so ein Kombi oder Sportwagen? Das war so ein kleines, so ein Familienauto eigentlich. Hat keiner gesehen. Nee. Da habe ich ja jetzt gar nicht mehr dran gedacht, dass sie da stehen. Ganz zufällig. Aber ist okay. Sollte hier gleich irgendwo eine Garage kommen, dann lassen mich da raus, weil ich möchte sie nicht gefährden. Bitte? Ich möchte ihren Job nicht gefährden. Deswegen, eigentlich müsste hier unten noch eine Garage sein. Nee, hier ist keiner. Hier war mal einer. Haben sie die geklaut? Ich hab die geklaut, ja. Nein, nicht sie. Achso. Der Parkwächter. Ja. Hat er keinen Bock mehr hier. Nee, das war denen zu viel Arbeit, glaube ich. Bidu, bidu. Oh Mann. Ah, schöner Tag. Tja. Na, ich denke, mein Pikachu, das Schild, das steht aber scheiße. Ich wollte es gerade gesagt haben, das Schild steht da scheiße. Geht's Ihnen gut? Nein, ich könnte jetzt sagen, mir geht's scheiße. Nein, mir geht's gut, fahren Sie weiter, alles gut. Weil sonst müssen Sie die Polizei rufen. Ja. Ja, was war denn mit dem Auto schon wieder falsch, ey? Ja. Das Schild war aber auch nicht ganz koscher. Nee. Hier vorne kommt gleich eine Garage. Ja, die reicht mir schon. Dann komme ich gleich zum PP hoch und guck dann, ob der Metzner da ist. Jawohl. Wo ist denn deine Garage? Die kommt hier jetzt hier gleich. Okay. Nein, ich schnell mich jetzt noch nicht, aber er weiß, wo wir noch reinfliegen heute. So, wo ist denn die Garage? Okay. Gut, yeah. Ich bedanke mich für Mitnehmen, Schweigefuchs. Jo, alles ciao. Klar. Ciao, ciao. So. Eieiei. Einmal schnell volltanken, das Ding. Ja, 616.000, also alles ganz entspannt.
Ja, es waren noch 43 Liter. Aber einmal schnell vormachen. Also wir sind ja auf der Autobahn. Kann ich auch schneller fahren. So, einmal kurz zur Polizeiwache hoch. Mal gucken, ob die Baustelle weg ist. Ach ja. Hi, hi. Na, alles gut? Alles, ja, alles gut. Wie geht's Ihnen? Jo, jo. Ist der Metzner da? Soweit ich weiß, nein. Warum? Schade. Gut, erste Sache, können Sie Verbindung zu den 187ern aufbauen? Es geht darum, ich hatte ja die Anklage gegen 187er gemacht und stand meiner Erkenntnis ist das auch geregelt. Jetzt die Frage, Moment, ich habe gerade Kopfschmerzen. So, jetzt sollte wieder gehen, hoffentlich. Ja. Wollen Sie noch mal ein Wasser nehmen? Wo geht's? Ne, aber ich krieg einen Einsatz. Ich komme gleich wieder. Jo, bis gleich. Gut. Also ich muss sagen, die, die mich da als Geisel genommen haben, top RP, die Polizei war aber zu langsam. Wortwörtlich zu langsam. Also, ja. Gut.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange deren Einsatz dauert. Ja, ich habe kein Telefon, das weiß ich auch. Okay. Ist gewollt, dass der da steht, aber ist okay. Jetzt warten wir noch mal 5 bis 6 Minuten. Ist natürlich blöd, wenn zu wenige Cops im Dienst sind. Okay, gut. So. Geben wir ihm noch 6 Minuten bis 20 nach. Ja, ich würde mal sagen, das qualmt. Leider bin ich nicht mehr im Autohaus. Kann dieses Gerät leider nicht reparieren. Also Jonas kam raus. Ich will auch eigentlich die Geschäfte bei uns mal raus. Wir haben, glaube ich, gestern voll gut Geld gemacht in unserem Autohaus. 19 Millionen in unserem Auto sind ganz, ganz gut eigentlich. Ja, 19 Millionen. In unserem Auto aus, hey. Klar. Das, wenn ihr es glaubt. Ich glaub's nicht. Ja. Ja, mal schauen. Ich hab den noch 4 Minuten. Ey, Nick, ich hab gehört, es wurden nochmal vorhin 10 Königsex bestellt. Klar. Hier in unserem Autohaus. Klar. Und Druck ausüben nennt man das. Ja, aber ist okay. Ich will mich ein bisschen von dir beobachtet zur Sau stellen. Gibt eine Anzeige wegen Stalking. Ja, dann ist das so.
Ach ja. Spannend. Ah, ich würde ja jetzt gerne mit denen kommunizieren, wie das mit dem Autohaus jetzt weitergeht. Aber, ist schwierig. Weil wenn ich jetzt mit denen spreche und es passiert was, ist die Polizei nicht da. Deswegen, also, schwierig. Oh, seid ihr cool. Seid ihr cool. Das Geile ist ja, die Polizei wäre weg und die 187er kommen. Ich weiß nicht, ob der Metzner... Ist halt echt doof. Ja, die hören mich jetzt auch nicht, wenn ich rede. Ja. Ja, das Ding ist, ich habe ja kein Telefon. Ich könnte nicht mal einen anrufen. Ja. Ach ja. Aber die sind nicht ohne Grund hier. Mit V. Mikrofon activated. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was das jetzt für eine Provokation war. Ich wette mit dir, die 187er sind weg und die Polizei kommt wieder. Das Ding ist natürlich, ich weiß nicht, wie lange die mit ihrem Einsatz brauchen. Weil eigentlich hätte ich das jetzt heute gerne schon geklärt. Ja.
Ach ja. Ich weiß, gerade passiert nichts, aber ich würde gerne mit der Polizei noch heute Abend sprechen. Ich habe... Mikrofon muted. Ich mute mich mal wieder, wer weiß, welche Ohren hier mithören. Ja. Ah. Oh, ich glaube, der Mercedes hat Öl verloren. Aha. Ist das jetzt hier heute eine Autoparade von den 187ern? Gut. Wir machen höchstens noch eine halbe Stunde. Dann haben wir schon wieder eine zweistündige Folge, aber das ist mir gerade mal egal. Ist natürlich das Ding. Ich weiß nicht, wie lange der Einsatz von den Polizisten noch dauert. Ach, das ist echt doof. Also, entweder die Polizei kommt jetzt. Vier Minuten noch, sonst fahre ich noch mal eben schnell ein Handy holen. Mein Handy brauche ich auf jeden Fall, um, wenn ich das Auto aus mal irgendwann wiederbekommen sollte. Herr Kollege, das ist abgeschlossen und ich sehe das.
Das stört mich überhaupt nicht, Leute. Jetzt geht er nämlich dahin. Die wollen mich nämlich triggern. Dass ich, Oh, süßes Auto, süßes kleines Auto. Ja. Microphone activated. Gerade auf dem Bus. Moin. Können Sie einen Schritt mit rüberkommen? Was denn? Ja, die dürfen es nicht hören. Ja, ich hoffe mal, ich bin weit genug weg. Sie kennen mich? Ja. Gut, es geht darum, offiziell habe ich mit dem Herrn Metzner ja gesprochen, dass offiziell rechtmäßig mir das Auto ausgehört, weil es nicht schriftlich veröffentlicht worden ist. Ja. Jetzt ist das Ding, die. Ich weiß nicht, was sie da ganze Zeit an meinem Auto machen, aber genau, das sind die 187er. Und eigentlich müsste man nur den Herrn Metzer dazu holen und den Nick und dass die mich wieder einstellen als Autohaus-Chef. Dann kann ich auch endlich wieder arbeiten, weil der Metzer hat auch gesagt, wenn die Sache durch ist, dann kann ich die auch anzeigen, weil mir fehlen 45.000. 15.000 pro Tag. Ja, verständlich. Wegen der Anzeige. Aber es ist halt schwierig. Der Metzner scheint heute nicht da zu sein. Und der wollte das klären, der Metzner, oder wie? Ja, der Metzner ist mit mir ins Gespräch gegangen, hat gesagt, im Prinzip ist die Sache erledigt, weil ich habe denen kein öffentliches Schrieb gegeben, dadurch bin ich der rechtmäßige Inhaber, dadurch müssen die 187 dann mir quasi das Auto zurückgeben. Aber ohne den Metzner ist es halt schwierig. Ja, klar, das ist echt ärgerlich. Ja, weil. Wie gesagt, ich habe auch keine Informationen darüber, ob der nochmal wiederkommt heute oder nicht. Ja, das wäre echt wichtig, wenn er heute noch wiederkommt. Ja. Aber das kann ich ja leider nicht beeinflussen, wissen Sie. Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Können Sie zur Verbindung zu den 187ern aufbauen? Wahrscheinlich eher schwierig. Ich könnte es ja ansprechen, aber es ist halt schwierig. Ich habe keinen Bock auf Stress. Ja, klar. Wie gesagt, es ist am besten, wenn das alles natürlich offiziell geklärt wird von seitens der Justiz. Ja, klar, das ist es ja. Wenn Herr Metzner sich da auch schon der Sache angenommen hat, ist das ja gut. Nur, jetzt muss er natürlich auch da sein, ne? Ja, weil die letzten drei Tage war ich abends hier und er war nie da. Okay. Und das Ding ist, jeden Tag, der mir fehlt, sind 15.000. Die ich natürlich auch einklagen werde, aber er hat gesagt, erst wenn ich dann wieder Besitzer bin. Und offiziell habe ich seit zwei Tagen schon wieder den Anspruch, das Auto zu besitzen, weil nach dem Gesetzbuch ist es so. Wer ist denn gerade offiziell Besitzer? Ja, der Nick von den 187. Also offiziell ist jetzt der Besitzer der Nick von den 187ern rechtmäßig ich, weil ich halt den Fehler gemacht habe und halt das Auto aus zurückverlangen möchte, weil ich ja kein schriftliches Schrieb habe und einfach falsch gehandelt habe. Ja, das ist halt jetzt das Ding. Und auf dem Papier ist er gerade Besitzer, oder wie? Auf dem Papier, also offiziell ist der Nick von den 187ern, rechtmäßig bin ich. Ja.
Ne, das ist echt ärgerlich. Weil nach dem neuen Gesetz, was heute rausgekommen ist, dürfen die 187 ja eh keine zwei, die verstehen ja. Hm. Deswegen, eigentlich, am liebsten würde ich Ihnen sagen, drehen Sie sich um, nehmen Sie da hinten die Leute fest, liefern Sie mir Nick aus, der gibt mir meinen Autos zurück. Ja. Weil im Prinzip ist es ja, laut Gesetz ist es ja durch. Ja, klar. Ja, und da bitte ich Sie jetzt einfach zu agieren. Nur ich habe da leider nicht viel Handhabe, ich bin selber nur ein kleines Würmchen hier. Ja, das ist es ja. Und der Metzner, wie gesagt, es ist halt ärgerlich jetzt gerade in ihrer Situation. Das Einzige ist halt noch, der Nächste, der jetzt, sag ich mal, rangbefugt ist, Herr Jones, der ist ja auch noch im Dienst. Der ist ja auch Polizeirat. Die sind auch schon ganze Zeit am Provozieren. Die sagen ganze Zeit, die haben gestern 18 Königseck verkauft, was sie eigentlich nicht dürfen, weil denen gehört das Autohaus nicht. Ja. Warum stehen die hier überhaupt? Ja, gute Frage. Können Sie ja fragen. Ich habe keine Ahnung. Die letzten 20 Minuten haben sie nur provoziert. Okay. Deswegen wollte ich mit Ihnen zur Seite. Und Sie sind sozusagen hier. Nee, ich warte eigentlich nur. Ja, ich hab eigentlich nur darauf gewartet, dass der Metzner da ist oder dass mir irgendjemand helfen kann. Weil. Dann kann ich auch endlich beruhigt schlafen. Das Geld, die 45.000, sind mir erstmal egal. Aber. Ja. Ist halt das Ding. Ja, wenn Sie sich noch einen Moment gedulden. Der Schneider ist gerade hier. Ja, ich gehe mal eben zur Seite, weil ich glaube, ich habe das. Gut, ich habe nur geguckt, ob sie was mit meinem Auto gemacht haben. Weil die haben gerade ein bisschen an meinem Auto geschmiert und haben es anscheinend wieder weggemacht. Aber schön ist es nicht, was die da machen, ganze Zeit. Ja, jetzt sind wir ja hier. Wie gesagt, wenn wir da was sehen, dann schreit man natürlich auch ein. Hallöchen. Ja. Hi. Alles gut soweit? Nee, alles scheiße. Wieso? Schießen Sie los. Kollege, gucken Sie in die Akten rein, dann wissen Sie Bescheid. Okay, dann tun wir das mal. Na, ich will eigentlich nur das scheiß Auto auszurück haben, weil laut Metzner ist es eigentlich durch und laut neuem Gesetz im D-Funk auch. Ja, der Name war nochmal? Sauerstein. Genau. Ja, weil laut Gesetz dürfen die 187 na, kein Hauptjob haben, keinen zweiten. Und das Autohaus ist ein Hauptjob. Deswegen hätte ich das jetzt gerne eigentlich zurück. Aber wie kann man den Herrn Koch jetzt sozusagen das wegnehmen und ihm wiedergeben einfach? Geht das? Mhm. Also, nicht der Schwester. Das müsste eigentlich über das Gericht normalerweise vollzogen werden. Na gut, Herr Metzner hat sich ja schon der Sache angenommen. Der ist jetzt leider nicht da, der weiß wahrscheinlich mehr. Eben drum, deswegen ja, also wir können da leider jetzt auch nichts machen. Also in den Akten steht es drin, dass noch was in Bearbeitung ist, aber direkt was, ist eine andere Frage. Ja, das ist ja das Ding. Oh. Weil ich habe ja nämlich zwei Bewerber, die sind schon zum ADAC gegangen, weil, ja, gut. Klasse. Ja. Es ist halt das Ding, wie ich da jetzt mit umgehe, weil, naja, rechtmäßig bin ich der Inhaber. Aber wenn der Metzner nicht da ist, kann ich halt nichts machen. Das ist halt das Scheißding. Na, das ist eben das Problem. Der Metzner war ja schon seit, lassen Sie mich lügen, seit ungefähr einer Stunde, zwei nicht mehr im Dienst. Also, ja, ich glaube, der wollte, ich glaube, heute kam er auch nicht mehr im Dienst. Ich glaube, der war ab 19 Uhr heute gar nicht mehr im Dienst zu erreichen. Können Sie denn dem Herrn Metzner eine Nachricht schreiben, dass er mich mal anschreibt, wann er zu einem Termin bereit ist? Das Maximale, was ich für Sie tun könnte, das wäre über den D-Funk immer zu schreiben. Und sofort. Nein, ich rede nicht von heute. Ich rede generell. Nee, allgemein. Ich weiß, wie Sie das meinen. Alles gut. Nee, wie soll ich das? Alles, was ich machen könnte, ich könnte versuchen, über D-Funk zu schreiben und zu fragen, ob das irgendwie möglich wäre, mal einen Termin für Sie festzustellen oder festzulegen. Weil ich mal Zeit hätte für Sie. Ja, weil im Prinzip ist die Sache ja erledigt. Und, also für mich ist sie erledigt. Das ist richtig, ja. Weil ich sag mal so, die Kollegen, die haben gerade geprallt von den 187er, die haben total viele Königseck verkauft, was sie offiziell ja nicht dürfen. Okay, also dürfen die gar keinen Verkauf haben? Nein!
Okay. Offiziell bin ich der Besitzer, weil sie müssen sich überlegen. Ja, mit, offiziell steht in dem Gesetz drin, solange ich den nicht schriftlich gegeben habe, dass die, dass denen das Unternehmen gehört. Ja. Und ich das Geld nicht bekommen habe, bin ich der Besitzer, auch wenn ich das mündlich sage. Ich habe den mündlich dazu gesagt. Genau, und so ist es nämlich auch. Ich habe noch kein Geld gesehen, offiziell Status Quo bin ich halt quasi der Besitzer. Ja. Offiziell habe ich denen das aber schon übertragen, weil die halt gesagt haben, ja, in 2 Stunden kriegst du das Geld, ja, Pustekuchen. Jetzt ist halt der Metzner da rangegangen und eigentlich hat er mir auch geschrieben, an dem Abend hätte ich das Auto auch wiederbekommen können, aber ich lag schon im Bett. Klasse. Ne, also rein, wenn man es mal so sieht, rein rechtlich gesehen ist es ja so, wenn sie das alles schriftlich hätten machen, hätten sie das alles erst schriftlich gemacht, dann wäre das Autohaus auf jeden Fall im Besitz von den ersten Zimmern, das ist richtig. Aber wenn es mündlich ein Abkommen ist, ist es kein fester Beweis, dass sie das überhaupt jemals in den Mund genommen haben. Außer sie haben es irgendwo fest aufgenommen per Videorekorder sonstiges, dann wäre es ein Beweis. Aber wenn das nicht schriftlich vollzogen wurde, ja, ist es auch kein Beweis. Ja! Also das gehört ist das Auto aus immer noch Ihnen, das ist richtig. Ja, rechtlich so gesehen. Richtig, deswegen brauche ich eigentlich nur einen, der zwischen mich und den Nick stellt. Der Nick fährt mit mir zum Autohaus mit dem Polizisten, der überträgt mir das wieder und die sind raus aus der Geschichte. Ja, ich bin leider nur ein Anwärter, ich kann da leider nicht helfen, das tut mir leid. Ja, das ist ja das Ding. Ja, wie gesagt, das Einzige, was ich machen könnte, jemand vom etwas höheren Dienst, das wäre, glaube ich, der Herr Schneider. Der Herr Metzner hat es zwar übernommen, aber ich wüsste jetzt nicht, ob das unbedingt der Herr Metzner sein muss, der das alles erledigt. Weil Sie verstehen ja auch, was ich meine, oder? Naja, im Prinzip ist es durch. Das, ja. Außer natürlich, die haben Widerspruch eingelegt. Ja. Ach, die haben aber Spaß, die Jungs und Mädels. Aber egal, ist ja nicht mein Auto. Nee, ist richtig. Mir ist es eigentlich egal. Ja. Ich bin zwar im eigenen Streifenwagen aktuell unterwegs, aber ja, wir können gerne auch gemeinsam auf Streife fahren. Komm. Gut. Ja, was soll man die zwei machen? Allgemein, die 187 ist eine, die ich habe irgendwie kein gutes Bild von denen. Ich habe zwar jetzt noch keinen großartigen Kontakt mit denen gehabt, aber so in der Art Kommunikation noch gar nicht. Also, ich habe bis jetzt nur Zeug gehört, wo ich so dachte, eine große Mahlzeit, aber das. Naja. Ja, klar. Ja, der Schneider wird auch mir sagen, ja, Herr Sauerstein, ja, wird dann der Metzner übernommen und ja, warten Sie. Aber das hilft mir ja nicht weiter. Nee, ist richtig. Nee, wie gesagt, ich versuche mal den Herrn Metzner irgendwo zu erreichen. Ja, check. Wie gesagt, ich versuche mal den Herrn Metzner irgendwie über den Defunk zu erreichen. Oder den Herrn Schneider ist mir eigentlich egal. Hauptsache, jetzt bin ich gerade noch da, weil nächsten 2 Wochenenden bin ich lange nicht da. Und ich habe das Gefühl, alles klar. Hat er echt hier gedriftet? Wirklich. Ja, im Prinzip kann ich nur auf ihre. Schiebst du mich so durch die Kante her? Im Prinzip kann ich nur auf ihre Arbeit vertrauen. Sie machen gute Arbeit, aber. Ja, also kurz erklärt, es geht um Herrn Sauerstein hier sein Autohaus, wegen den 187 und die ganzen Geschichten, was jetzt genau passiert ist. Ja, der Herr Metzner hat es ja sich angenommen, dass er das gerne übernehmen möchte, aber ja, er ist halt deswegen immer noch aufgebracht wegen den 187 natürlicherweise. Und die 187 pfeifen uns gerade irgendwie rüber. Ja. No, die machen nur Scheiße. Ja. Ja, genau, das Ganze ist aktuell in Bearbeitung. Der Sachverhalt. Ja, ich weiß. Das Ganze dauert natürlich ein bisschen, bis man da was geklärt hat. Es wurden schon Paragraph rausgesucht. Genau, der Metzner hat schon mit mir darüber gesprochen. Die quasi aktuell eher für sie sprechen als für die Einsatzdiener. Der Metzner hat schon mit mir darüber gesprochen. Der hat mir die Paragraphen schon alle genannt. Er hat gesagt, sobald wie möglich kriege ich das Ding wieder. Ja. Aber dafür muss der Metzner da sein, der mit dem Nick dann Kontakt aufbauen. Im Prinzip ist er mit mir da schon im Verhör gegangen. Im Prinzip habe ich die Paragraphen alle vorliegen. Ja, der Herr Metzner ist halt aktuell gerade nicht im Dienst. Können Sie nichts machen? Ich weiß nicht, was Herr Metzner da jetzt genau mit ihm besprochen hat. Deswegen kann ich da leider aktuell nichts sagen.
Und wenn Sie sagen, dass Metzner dabei sein muss, dann kann ich das sowieso nichts machen, weil ich bin Jones und nicht Metzner. Ja, ich weiß. Ach, alles gut. Gut, ja. Ich kann anbieten, dass ich das an Herrn Metzner weiterleite, dass er sich dann bald meldet, sobald er wieder da ist. Ja, ja, alles gut. Im Prinzip, der Schneider könnte es, glaube ich, auch machen, sagten die Jungs, aber schwierig. Ja. Gut. Ach, gut, dann wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Abend und. Ja, wir auch. Bauen Sie Kontakt zu Herrn Metzner auf? Ja, mache ich. Sehr schön, dann bedanke ich mich. Ja, sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao. Komm, wird grün Ampel. Ach, ich brauche gar nicht mehr nach da unten fahren. So. Damit schauen wir, Frau Robin. Tschüss.